4, 3, 2, 1. Es ist ein Spannungsfeld zwischen Orient und Okzident und in Anlehnung an die berühmten Gerhard Richter Fenster in der Abtei zu Tholey, wo ja orientalische Motive und christliche Symbole sich miteinander vermischen, haben wir gesagt, wir wollen als roten Faden Orient und Okzident zusammenbringen und haben dort zum Beispiel mit Fazil Say oder mit Chen Reis ganz großartige Künstler und wollen diesen Faden in jedem Konzert ein bisschen aufdröseln und versuchen, dieses Spannungsfeld zu beleuchten, auch Kulturen zusammenzubringen, Menschen zusammenzubringen. Man sieht ja jetzt, wie wichtig es ist, diesen Dialog zwischen Ost und West zu führen. Die Musik kann dort, glaube ich, ein wichtiger Wegbereiter sein. Nun gut, es ist ja eine Oper von Händel, die im Prinzip über einen persischen König erzählt. Es ist eine ganz spannende Geschichte, allerdings wird durch dieses Ensemble diese Händel-Oper in einem völlig neuen Licht gezeigt. Und zwar nennt sich das Ensemble Chamberless, das heißt, sie verzichten bewusst auf das, was die Musik einem alten Klang sofort ähnlich macht, und sie versuchen es eher mit ganz anderen Mitteln. Es gibt zum Beispiel, die Rezitative werden durch einen Poetry Slammer vorgetragen, sehr witzig, sehr markant. Es ist eine unglaublich moderne Inszenierung einer Händel-Oper, wenn man so will. Und das Tolle ist, das Publikum wird auch hineinbezogen in das Geschehen. Das heißt, das Publikum sitzt letztlich auch als Richter. Wer wird König? Wie wird der Bösewicht verurteilt? Welche Rolle spielt Gerechtigkeit, der Glaube? Ganz wichtige Menschheitsfragen werden dort mit dem Publikum diskutiert. Das heißt, das Publikum ist nicht nur ein Zuhörer, sondern greift auch ein ins Geschehen. Das Ganze vor einer unglaublich tollen Bühne in der Versöhnungskirche Völklingen. Das ist ja eine Installation, fast wie eine Wagner-Oper dort, mit dieser riesigen Empore, mit einer unglaublich mächtigen Orgel und verzierten Konzertsaal-Details, die man gar nicht in der Kirche vermutet. Und ein idealer Rahmen, glaube ich, um etwas völlig neu und spannend zu erleben. Dieses Ensemble ist ja auch sehr preisgekrönt, wurde auch für Opus Klassik nominiert in den verschiedensten Kategorien, hat auch ganz viele Preise gewonnen, indem man diese unkonventionelle Herangehensweise an diesen alten Zopf einer Händel-Oper besonders prämiert hat. Und es ist aber jetzt nicht nur etwas für junge Leute, natürlich auch vor allem für junge Leute, sondern auch für jedermanns Geschmack. Und man wird danach sicherlich erfüllt und mit einem ganz neuen Gefühl von dann gehen. Sowas hat man, glaube ich, noch nicht gehört. Händel ist ja der Meister der Melodie, Bach der Polyphonie. Insofern, diese Melodie lässt sich natürlich nicht verfremden. Das heißt, diese schönen Händel-Melodien werden natürlich zum Vorschein kommen. Dadurch, dass man aber viel mit einer Sängerin macht, die in verschiedene Rollen schlüpft, wird das Ganze nochmal sehr pikant und fast ironisch und überhöht. Und man muss sich immer dann nochmal neu ordnen, wo ist man jetzt in dieser Händel-Oper. Das heißt, es ist beides. Das Stück wird sehr stark verfremdet, aber das Schöne von Händel bleibt natürlich erhalten, und ich freue mich schon auf diese wunderbaren Arien, vor allem mit alten Instrumenten gespielt, aber auf eine ganz jugendlich frische, neue und verführerische Art. Vielen Dank für eure Arbeit als Jury und als Volk. Ich verkünde nun in eurem Namen jenes, was ihr wollt, euer Urteil und für euch auch den gerechten Lohn. Oronte macht Strafarbeit, also Sozialstunden im Bereich der Denkmalpflege. Hätte ich auch gemacht. Und Elmira kommt auf den Thron. Ist das nicht klasse? Und das ist wirklich, ich hätte genauso entschieden an eurer Stelle. Aber ich habe jetzt auch wirklich gar keine Zeit mehr. Ich bin nämlich auf eine Party eingeladen. Das ist meine Einladung hier. Party. Und ich sehe schon, die ganzen Gästinnen und Gäste sind schon da. Und die Musik läuft auch schon. Also vielen Dank. Macht's gut. Es ist jemand, der einen unglaublichen Wortwitz hat. Ich muss dazu sagen, er hält sich nicht allzu sehr an das Drehbuch, sondern versucht wirklich in die Sprache der Jugend hineinzugehen, dort Metaphern zu finden, will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist unglaublich witzig und markant und im wahrsten Sinne zukunftsweisend, aber auf eine sehr sympathische Art, nicht belehrend, sondern auch in einem gewissen musikalischen Schwung, der sich sehr schön auch in der Melodie wiederfindet. Er ist für mich ein Musiker unter den Poetry Slammern. Klassische Musik
erfordert eine sehr viel größere Vertiefung in das Metier. Es ist die beste Schule gegen Fake News. Es ist etwas, wo man sich selbst auch beleuchten kann, wo man auch eine gewisse Langsamkeit erwarten muss, Gründlichkeit. Perfektion gedeiht ja nur im Schneckentempo. Und so ein Adagio mal zu hören und wirklich die Formen miteinander in Bewegung gehen zu lassen, ist etwas ganz Wichtiges auch für die eigenen Gedankengänge. Wo will man hin, was will man tun? Und ich glaube, von daher ist Musik nicht nur eine geniale Erzieherin, sondern kann gerade im Kontext der momentan schwierigen Situation die Angst ersetzen durch Freude, Hoffnung, gemeinsame Stärke. Eine unglaublich wichtige Funktion von Musik. Und wenn es dabei noch so viel Spaß macht, also vorbeikommen. Ich glaube, je weißer die Haare des Festivalleiters werden, desto wichtiger ist es, junge Leute zu integrieren. Wir hatten ja eine schöne Zusammenarbeit mit Jugend musiziert hier als letztes Konzert. Und wir versuchen immer, junge Leute für Musik zu begeistern, einfach aus dem Grund, dass ich selbst weiß, dass Musik so viel Freude, so viel Trost, so viel Halt gegeben hat im Leben. Und ich glaube, auf der Sinnsuche des Lebens kann gerade eine Musik, in die man sich hinein vertiefen kann, die auch Aufmerksamkeit erfordert, wie ein gutes Buch, das muss man halt lernen, so ist auch dein Vokabular für Musik erlernbar und sehr schnell begeisterungsfähig. Das finde ich alles sehr wichtig und das treibt uns an, auf diesem Gebiet zu missionieren und versuchen, Menschen zu gewinnen, zu begeistern. Und wenn sie mal da sind, sind sie begeistert. Und ich glaube, auch jeder, der diese Zauberflöte Oper von Mozart für Kinder gehört hat, gerade die Kinder werden ihr Leben lang für die Oper begeistert sein. Was gibt es Schöneres, was gibt es Einfacheres? Insofern, die letzten Plätze sind da. Auf nach Völklingen, auf zu den Musikfestspielen Saar.